Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier und ihr kennt mich ja bestimmt und ja, hatten so viele gefragt jetzt, dachte ich mir, okay, ich mach das einfach mal, das ist ein bisschen aufregend, aber über meine Klasse A spirituelle Erfahrung, würde ich mal sagen, mal zu erzählen. Also ich hatte so zwei ziemlich krasse, die andere ist noch nicht so lange her, die vielleicht erzähle ich jemand anderem mal, kann mich auch nochmal motivieren. Die andere vor 5 Jahren, Anfang Corona-Zeit, oder nee, davor noch, kurz davor, glaube ich. Und ja, es hört sich jetzt alles, also ich sag mal gleich vorab, es wird sich einiges echt crazy anhören, aber ich dachte, ich erzähle einfach mal, wie es war. Ich meine, ich kenne nichts zu meiner Erfahrung. Und also es gibt so Sachen, es gibt so diese Kernerfahrungen und Sachen, die noch so drumrum passiert sind. Ja, wo fangen wir mal an? Also das war, also diese Erfahrung kam so aus dem Nichts, wobei so ganz stimmt es irgendwie auch nicht so. Also ich, das war so ein Moment, wo ich da mit Aline auch war und wir hatten uns einfach irgendwie so total entspannt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir waren, glaube ich, abends vorher auf dem Konzert und das war so morgens und weiß ich nicht, war einfach so ein mega entspannter Moment. Und ich dachte mir so, ach, mache ich mal irgendwie eine Playlist an, so, ne? Und ich hatte so eine Lieblingsplaylist und aber dann hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so eine. Wie so ein Impuls, guck doch mal in der YouTube-App irgendwie, also da gibt es auch so eine Music-App, dann gucke ich in der YouTube-Music-App und ja, finde da so eine Playlist, die mich irgendwie interessiert. Mach diese Playlist an und ja, wir entspannen uns einfach total und ja, und ich entspanne mich immer weiter und immer weiter und dann kam irgendwie so ein bestimmtes Stück auf dieser Playlist, also was soll man dazu sagen? Also war das jetzt eine besonders spirituelle Musik? Ich weiß es nicht. Also, aber es hat irgendwie was sehr, ich weiß es, keine Ahnung, die hat irgendwie so einen bestimmten Vibe, diese Musik. Weiß ich nicht, ich bin dann so voll versunken in diese Musik und in diesem Moment und da entspanne ich mich noch weiter, noch weiter, noch weiter und dann kommt irgendwie so eine neue Harmonie da an diesem Musikstück und bums. Also wirklich aus dem Nichts, so als wenn so eine Wand durchbrochen ist irgendwie und ja, wie soll man das beschreiben? Und ist echt schwer zu beschreiben. Ey. Also es war auf jeden Fall, es war plötzlich, ja, man könnte sagen, es gab nicht mehr ich und das andere, sondern also ich war quasi eins, also ich war also eins mit der Erfahrung, die ich da gerade gemacht habe, also es war so ein Gefühl, wie so, als wenn alle dieses Innen, Außen, so alle, obwohl ich jetzt, habe jetzt nichts anderes gesehen, als das in dieses Zimmer, in dem wir da waren, so, aber als wenn alle Wände und alles irgendwie wegbricht, irgendwie, alles Innen, Außen, alles fällt zusammen in so einem Moment von so einfach Erfahrung und, aber das so durchströmen in so einer ganz tiefen Zuhausegefühl, würde ich mal sagen. Also ganz liebe, extrem liebevollem Zuhausegefühl und wie so ein so eine Welle durch einen durchschwappt. Keine Ahnung, es war echt crazy und das kam wirklich aus dem Nichts, ne? Absolut aus dem Nichts und das war so anders als alles, was ich in meinem Leben vorher erlebt habe. Also so absolut auch irgendwie beunruhigend so für einen Moment so, also das war wirklich nur ganz kurz, da habe ich mich wirklich total erschrocken so und bin dann gleich wieder so rausgeschwuppt sozusagen, wieder in das Hier und Jetzt zurück, aber das war wirklich so extrem, dass ich keine Ahnung, also das hat mich total durchgeschüttelt und ich konnte das auch noch ein paar Tage lang, wenn ich diese Musikstücke wieder angemacht habe, konnte ich das auch noch so abrufen. Dann war es aber vor allen Dingen wie so ein eher so ein Gefühl wie Heimweh, zu Hause, keine Ahnung. Also, war natürlich total schöne Erfahrung, aber auch irgendwie, hat auch irgendwie was Trauriges, dass man jetzt hier ist, keine Ahnung. Wobei, wo ist das andere? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also das war also mega
intensiv einfach, ne? Also, und wie gesagt, war, hat mich völlig durchgeschüttelt und ja, und also das war diese Erfahrung und dann in den Tagen danach, und das, ich kann es aber nur mal in Erinnerung sagen, hatte ich so das Gefühl, da strömte auch irgendwie Informationen rein, so in einer Tour. Ich kann mich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr an alles erinnern, aber also erstmal, ich meine, kann man jetzt sagen, ist, keine Ahnung, vielleicht Zufall, ich weiß es nicht, aber ich war ich irgendwie sehr beschäftigt mit dem Stern Sirius. Also jetzt frage ich mich, warum, hätte mir das auch irgendwann Sternbild dann hier tätowieren lassen. Also ich habe keine Ahnung, kann da auch, sieht man das hier? Nee, nicht so richtig, ne? Ja, ja. Irgendwie mit Sirius beschäftigt, weiß ich nicht. Habe mir nur oft angeguckt in der Nacht, da, keine Ahnung. Das, dann war ich beschäftigt mit zwei Farben, und zwar mit Blau und Gold. Und ich denke bis heute noch irgendwie, ob ich das sehe, habe ich das irgendwie falsch oder so, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich danach, ist mir da so ein spirituelles Buch über den Weg gelaufen mit der Blau, wo es um so eine blau-goldene Gemeinschaft ging von Menschen. So, ich dachte, ey, Leute, ey, wollt ihr mich fertig machen, ey, wirklich. Keine Ahnung, also ist heute auch alles, also diese Erfahrung steht natürlich so für sich, aber was danach war, ist auch alles ein bisschen, bin jetzt gerade nicht in so einer mega spirituellen Phase, vielleicht wieder ein bisschen mehr als noch vor einer Zeit, also keine Ahnung, habe mir natürlich das Buch durchgelesen, war auch super interessant und kann mir auch vieles da, weil es waren noch mehrere, kann mir das auch vorstellen, was da alles so drinsteht, aber Gott, jetzt sind wir nun mal hier irgendwie und müssen unser Leben hier auf die Kette kriegen, sag ich mal. Und was war noch? Dann habe ich so Visionen gesehen von der Erde. Jetzt, also es war, sah aus wie die Erde, keine Ahnung. Und zwar, wie wenn man so von oben drüber fliegt, über so einen Dschungel irgendwie. So, aber diese Vegetation bedeckte quasi die ganze Erde so. Und es war auch keinerlei Anzeichen jetzt von menschlicher Aktivität so zu sehen. In dieser Vision war es aber eigentlich nicht so, dass es keine Menschen gab oder so. Also Menschen kamen jetzt gar nicht drin vor, aber es gab nicht nur diese sichtbare Welt, sondern es war irgendwie klar, dass da drunter oder da eingebettet auch so jede Menge Technik ist oder keine Ahnung, also das hatte eher sowas Zukunftsmäßiges so, wo sozusagen, ja, der Natur so ihren Lauf gelassen wird und was man so an technischen Annehmlichkeiten braucht, sage ich mal, ist eigentlich gar nicht mehr sichtbar oder ist unter der Erde oder keine Ahnung. Also das ist, und das war so, wie wenn man da so drüber fliegt so. Und dann, was relativ stark war, war so ein Thema künstliche Intelligenz. So. Und das war auch wie so eine Vision. Und das war ja auch, bevor das noch jetzt alles so, wie es jetzt ist, das ist so, ja, für jeden nutzbar und was weiß ich, das war da ja noch gar nicht. Und zwar, das war, ja, dass man das natürlich machen kann. Das sind ja auch so Sprachmodelle, künstliche Intelligenz. Aber so diese Botschaft war, wenn wir so als Menschen so einen Text schreiben und uns vielleicht auch oder ein Buch schreiben oder was auch immer und da so viel Gehirnschmalz reingehen, Energie reingeben und überlegen, was man damit sagen will, dass man diesen Sprache dann kodiert mit so Energien. Also das ist, was der Unterschied ist, ob ich jetzt lange an so einem, oder auch wenn ich jetzt ein Video mache, so, ne? Ich habe so schlimme Allergien, ne? Schlimm. Wenn ich jetzt ein Video mache, dass ich dann, also ihr hört natürlich die Worte, aber es ist auch so eine bestimmte Energie drin und diese Energie ist eigentlich, vielleicht sogar das Entscheidende, gar nicht so die Worte und was so eine, wenn du so einen Text mit künstlicher Intelligenz erstellst, was da so nicht in der Art möglich ist. Also es kann dann nicht so kodiert werden mit einer bestimmten Energie. Ja, das waren so die Main-Punkte, glaube ich. Also das mit dieser Energie kann ich mir auf jeden Fall total vorstellen. Es ist ja auch so, dass viele, haben ja auf der Liebische Party in München auch wieder viele erzählt, dass sie, was manche so Hemmschemeier nennen, also oder Binge-Watching, also meine Videos
durchlaufen lassen die ganze Nacht und dass sie das irgendwie beruhigt, was wahrscheinlich jetzt nicht an den Worten liegt, sondern vielleicht ist es auch meine Stimme, ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal eher eine bestimmte Energie, die sich da transportiert, die man dann auch noch im Schlaf dann irgendwie mitkriegt natürlich so, ne? Ja, das war's. So, ne? Und also für mich war ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Wir sehen uns wieder. Bis bald, liebe Leute. Ciao.